du lebst 24 Stunden in diesem neuen Bund. Gott ist ein Gott von der Bünd und von der Bündnis. In der hebräisch-aramäischen Sprache, wo Jesus selber geredet hat, redet es von Berit, das heisst Bund auf Hebräisch. Und abgeleitet vom Wort Berit, Biritu, das heisst Fessel. Und das ist ein gutes Bild für im Bündnis mit Gott sein, heisst an Gott gefesselt sein. Und wenn das vielleicht nicht ursprünglich so ein schönes Gefühl ist, an etwas gefesselt zu sein, dann ist es doch etwas, das viel Schutz in uns hervorruft, wenn wir wissen, wir sind an einen Gott gefesselt, der uns liebt, der einen Plan für uns hat, der uns schützt, der uns versorgt, der uns heilt, der kraftvoll ist, voller Autorität, voller Macht, für ihn gibt es keine Limiten. Das ist schön, an so einen Gott gefesselt oder hineingebunden zu sein. Gott hat im Alten Testament Bündnis gemacht mit verschiedenen Leuten, mit dem Noah, mit dem Abraham, mit dem Mose. In diesen Bünden sind Sachen gesehen wie eben Schutz, das Übernatürliche. Bei Abraham, wo etwas erstorben war, nachher zurück ins Leben gekommen ist. Bei Noah, wo er gesagt hat, ich stelle mich nochmal voll zu der Menschheit und ich werde dein Versorger sein. Oder der Mose, der Vorläufer, glaube ich, vom Bund mit Jesus, wo Gott mit Mose auf dem Sinai doppelt so viel Zeit verbracht hat, in der Gemeinschaft, in der Freundschaftspflege, wie wenn er ihm das Gesetz erklärt hat. Und jetzt kommt Jesus und sagt, die alten Bünde sind schon okay gewesen, aber doch nicht so gut. Ich habe einen besseren Bund für euch. Im Hebräerbrief, da steht es, Kapitel 8, Vers 6 bis 8. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Und dann kommt es im Lukas Kapitel 22, Vers 19, da sagt Jesus, kommen mal Jungs, wir brechen miteinander das Brot, ich teile mit euch den Wein und ich gehe mit euch einen neuen Bund ein. Und im Hebräerbrief sagt Jesus von sich selber, ich bin die lebendige Garantie, dass mein Neubund mit dir Mensch der besser ist als all die alten Bünde miteinander eingeschlossen. Und dann frage ich mich natürlich, was ist denn an dem neuen Bund so viel besser, wenn die alten Bünde auch nicht so schlecht sind? Ich meine, die haben doch wirklich einiges auch geboten. Und die Antwort ist wahrscheinlich im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 6. Das will ich euch kurz vorlesen. Was ist Quintessenz von dem neuen Bund? Was ist definitiv viel besser heute mit dem Bund, mit Jesus, wo der Mensch kann gratis eingehen kann, wo er in die ausgestreckte Hand von Jesus einschlagen kann, wo er in seinem Herzen glauben, mit seinem Munde bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist, dass zu dieser Wiedergeburt kommt, zu diesem Bündnis, zu diesem gefesselt sein mit Jesus. Die Antwort ist da. Es heißt, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Stell dir vor, ohne theologische Hochschule bist du vom Moment der Wiedergeburt fähig gemacht, ein Diener, eine Dienerin für Jesus zu sein. Und dann heißt es, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, die von dem Alten Testament, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Quintessenz und die Hauptaussage vom neuen Bund ist, der Heilige Geist in dir, der Geist von Jesus Christus in deinem Herz, ist am Wirken. In dir, an dir und durch dich. Und wenn du morgen zum Haus ausgehst, sei dir bewusst, du lebst 24 Stunden in diesem neuen Bund. Und frag Jesus, Herr, was willst du heute mit mir tun? Und lass dem Geist von Jesus in deinem Herz, in deinem Leben genug Freiraum, damit er dich führen kann, damit er dich leiten kann und dass du ein Werkzeug vom Heil wirst sein für viele Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen.